So, meine Freunde, wir sind gerade durchs Fahrerlager gelaufen. Da waren das eine oder andere coole Fahrzeug schon drin, würde ich sagen. Autos fahren jetzt schon wieder zu der Driftarena drauf zu. Weil ja, wie gesagt, kurzfristig war auch die Einladung an sich. Von heute auf morgen ging das. Habe keinen Zeitplan. Ich weiß nicht, wie was stattfindet. Ich hoffe, ich konnte euch noch einen kleinen Eindruck für die Tuning-Szene, die nicht hier sind oder die es vor, mal herzukommen, von Iron Drift King, mal so einen kleinen Eindruck übermitteln. Ich hoffe, ihr habt Spaß beim Zuschauen, meine Freunde. Wie gesagt, jetzt nehmen wir noch ein paar Drift-Szenen auf. Ja, aber vorher einen Schluck trinken, meine Lieben. Thank you.
Und wir haben es jetzt um 19.45 Uhr. Es ist ein bisschen Pause. Wir gehen jetzt ein bisschen was essen, meine Freunde. 20.30 Uhr geht es weiter und dann glaube ich bis 22.30 Uhr geht die Veranstaltung hier noch. Dann gehen natürlich irgendwann auch die Lichter hinter uns an. Das wird langsam dunkel. Aber auch zur Nacht oder in der Dunkelheit, die Aufnahmen interessieren uns natürlich, meine Freunde. Wir gehen jetzt mal was essen. Man sehen kann, es ist etwas dunkler geworden. Die Show geht gleich weiter. Ich glaube, die letzten 16 Fahrer kämpfen jetzt um den Drift King. Jetzt geht's gleich los. Andres Vasilaskas, Markus Sakoyan. Und hört damit auch nicht auf. Gebt hier wirklich Vollgas. Beide Fahrer. Unfassbar geiles Battle. Was heißt hier? Über die Ziellinie. Macht mal Lärm! Markus Sakoyan stellt hier den HGK BMW M2 Clipping Zone vor. Richtig an die Wand. Ordentlichen Applaus. Es bleibt spannend. Und da gibt's das erste One More Time! Ja, die beiden werden wir dann nochmal wiedersehen. Da geht's jetzt auch schon los. Check, check, im Litra. Alles verlässt gut. Wenn die hier so parallel an der Wand entlang schürfen. Unfassbar! Das ist das Niveau, von dem wir gesprochen haben. Nicht nur im Dunkeln, auch im Hellen. Das ist schön und interessant und geil. Bleibt ruhig, meine Freunde.
Tobias. Unser bester Läufer. Meine Lieben, wir sind immer noch mitten in der Arena hier bei den Iron Drift King. Die Finalfahrt ist gerade durch. Wir stehen gerade drüben. Wir werden jetzt noch mal schnell rüber rennen, dass wir noch ein, zwei Szenen aufnehmen, meine Freunde. Kommt mit. What a fabulous evening of drifting, there's smiles all around, but make sure you guys join us for the last round of Mandela Park in a few weeks. Thank you so much for watching and good night. Thank you for your...
can see. Come on, guys. Ja, und jetzt kommen wir. Schulz von Skal, dritten Platzierung. Erster Platz am Podium. Position 3. Pavel Kopulinski! Fotos. Ja, und jetzt geht's. Position 2, zweite Platzierung. Steven Baxi, wir Johnny! Ja, voll richtig. Zu Recht. Ja, wir freuen uns hier auch mega. Es geht jetzt nicht nur um die Tagesgewinne, sondern ja auch um die Punkte der Meisterschaft. Ja, und jetzt einen Platz haben wir noch frei. There's one left spot on the podium. Position 1, James the Machine Dean! Ja, absolut krasser Fahrer. Ja, hier das Event. Und jetzt macht nochmal. Noch das letzte Event hier. Dann lassen wir uns etwas hören. Und wir gehen jetzt hier mal in Deckung. We gotta find some cover. Make some noise! Our top four! Ja, das ist abgelungen. Lass den Raum umrollen. Kann man sich gönnen. Yeah, absolutely. You just said it. And now it's time for party. Jetzt geht's hier auch schon mit der Aftershow Party los. Macht noch mal ordentlich Lärm, wenn es euch gefallen hat. Make some noise if you like the event in Germany. So, meine Freunde, wir sind hier immer noch beim Iron Drifting, meine Lieben. Wir haben gerade noch ein bisschen mit dem, ja, mit dem Gewinner noch ein bisschen rumgekuschelt. Gratuliert, dies, das, meine Lieben. Diese Veranstaltung ist für mich, wie gesagt, das erste Mal. Wer noch nicht hier war, meine Freunde, sollte sich auf jeden Fall diese Veranstaltung geben. Wer auf Auto steht, auf Driften steht, auf Power steht, der sollte hierher kommen. Für das nächste Jahr vielleicht. Wir werden bestimmt wieder dabei sein. Es ist einfach wahnsinnig unglaublich, wenn man so nah dran ist wie wir. Wir kriegen wirklich Reifenteile ab. Ich weiß nicht, ob das im Video so rüberkommt. Es ist einfach unglaublich. Ich bin da ein bisschen überwältigt von der ganzen Veranstaltung hier. Wir werden jetzt wieder die Heimreise, wie spät haben wir es? Wir haben es kurz nach 23 Uhr. Wir werden jetzt die Heimreise wieder antreten, meine Freunde. Wir sehen uns im nächsten Video. Abonniert mich auf Instagram, auf Facebook und auf YouTube unter Emma Berlin. Andy, meine Freunde, lasst mir einen Daumen da. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Haut da rein. Ciao. I am a king, 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 king